Unten haben wir keinen GFK-Boden, anders als bei anders. Ich einfach auch mal weiß, wie das so mit den Lenkverhältnissen heißt, ja. Gleich mal den Kopf angehauen. Herzlich willkommen auf der CMT in Stuttgart. Ich bin's wieder, euer Philipp von Gümann TV. Und heute haben wir wieder ein neues Fahrzeug, das wir euch hier auf dem Channel präsentieren. Und zwar der neue, hier steht's auch, Globobus Go. Jetzt werden viele von euch fragen, hä, der Globus ist doch jetzt erst rausgekommen letztes Jahr. Der ist doch jetzt nicht neu. Doch, denn den gibt's jetzt auch als Teilintegrierten und als Ford. Also nur als Ford und Teilintegrierten. Sprich, auf integrierten Basis ist der Fiat und auf teilintegrierten Basis ist es der Ford. Ist ganz einfach im Prinzip. Wir haben dann auch zwei Grundrisse. Den anderen haben wir hier stehen, den T15. Das Video haben wir euch schon abgedreht, das findet ihr auch auf unserem Kanal. Und heute geht es um den T45. Was den besonders macht, er hat eine Länge von nur 6,70 Meter und wie ihr am Grundriss hier schon erkennen könnt, hat er Einzelbetten hinten. Bin sehr gespannt auf den Grund. Ich glaube auch, dass der sehr, sehr toll wird. Denn der Globobus, wer von euch ihn kennt oder vielleicht auch selber fährt, hat ja eine Breite von 2,20 Meter und der hat eine Höhe von 2,70 Meter. Das heißt, der ist relativ kompakt. Das ist jetzt eben das Ford-Chassis, um was es auch geht. Wir kommen auch gleich nochmal zu den technischen Daten. Ich will es euch jetzt einfach hier mal kurz auch auf das Außendesign kurz eingehen. Ihr seht jetzt schon, Ford-spezifisch finde ich, ist es jetzt, bin ich da ehrlich gesagt schmerzfrei, weil ich jetzt besser finden möchte. Das denke ich auch Geschmackssache, aber vom Äußeren macht der Ford dem Fiat meines Erachtens nichts nach. Auch hier mit diesen silbernen Applikationen, diesen Kühlergrill könnt ihr auch noch beispielsweise bei uns den Raptor-Kühlergrill bestellen lassen und austauschen lassen. Dann sieht er noch mal ein bisschen bulliger aus. Serienmäßig kommt das Fahrzeug dann mit dem Komfortpaket, was wir anwählen können. Dann auch mit den schwarzen Alufelgen, die auch nochmal was hermachen. Also auch ein schickes, auch ja, ein automotives Fahrzeug einfach so von außen. Der Niklas macht es gerade schon ganz gut. Er zeigt euch nämlich mal so eine Totalansicht, wo auch mal auf die Seiten man so ein bisschen blicken könnt. Also schwarze Streifen oben und hier unten. Die Markise ist hier noch dran. Und dann haben wir hier an der Seite noch so einen roten Streifen, der dann noch dazugehört. Was jetzt hier auch ein bisschen der Vorteil ist an dem Fahrzeug, Rahmenfenster haben wir hier dabei. Das heißt, optional könnt ihr die dazu wählen. Ich sage ja immer, also ich empfehle es ja auch, weil ich finde, der Aufpreis, also der Nutzen übersteigt definitiv den Aufpreis, den ihr für diese Rahmenfenster zahlt. Und eines der größten Aspekte ist halt auch, dass das Fahrzeug dadurch auch ruhiger ist, also nicht mehr so anfällig für den Wind, der durch die Fahrt dann einfach kommt. Auf der Seite haben wir jetzt noch eine Klappe. Es ist jetzt nicht die breiteste Klappe, aber für 6,70 Meter habt ihr hier schon guten Stauraum. 90 cm Höhe müssten das sein und ich glaube 65 cm Breite. Aber auf jeden Fall der Vorteil, ich kann mich auch mal reinsetzen, Ladekante bis nach ganz unten. Wir haben noch eine Klappe auf der anderen Seite, da geht die Ladekante bis hierher. Die ist natürlich dann dementsprechend ein bisschen kleiner, aber keinerlei versteckte Fächer oder noch irgendwo ein Chassis, was noch irgendwo verbaut werden musste, sondern durchgängiger Platz, Verzierösen an der Seite und dann eben noch so Stauraumfächer, wie jetzt zum Beispiel hier. Hinten auf der anderen Seite auch noch ganz viel. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Kannst du mal kurz reinfilmen. Ne, da hinten ist auch noch mal so ein kleines Regal, wo auch entsprechend noch was reingeht. Dann sind wir auch schon am Heck. Das Heck ist relativ automotiv gehalten. Wer von euch unsere Videos verfolgt, der weiß, dass es das gleiche Heck vom Just Go ist. Auch relativ simpel, nichts viel dazugekommen zur Fahrzeuglänge. Schlicht gehalten und wie gesagt, es ist ein einfaches Design, aber es trotzdem finde ich für das Fahrzeug angemessen und ich finde es auch ein bisschen automotiv und schick. Dann müssen wir kurz warten, dass wir zu den technischen Daten kommen. Dann sind wir bei den technischen Daten angekommen vom Auto. Grundpreis haben wir von 58.499 und ihr seht gerade, Gesamtpreis des ausgestellten Fahrzeuges ist 84.304 Euro. Es gibt so ein paar Pakete in dem Fahrzeug, die solltet ihr schon anwählen, wenn ihr also das Fahrzeug in einem logischen Zustand ausstatten wollt, seid ihr schon bei 70 oder zwischen 70 und 80.000 Euro. Aber dann habt ihr halt auch wirklich ein vollwertiges Wohnmobil und könnt damit auch gleich in Urlaub fahren. Wie ich schon angesprochen hatte, Länge von 6,69 Meter, Breite von 2,20 Meter und eine Höhe von 2,69 Meter. Das sehen wir jetzt auch, dass das relativ niedrig ist und damit wahrscheinlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr da in die ein oder andere Garage passt.
Was ihr allerdings noch draufrechnen müsst, die Höhe geht vom Serienzustand aus. Also heißt, der oberste Punkt am Fahrzeug wird dann höchstwahrscheinlich eine Dachluke sein. Die Markise setzt aber noch mal 5 bis 10 cm drauf. Das müsste man dann vielleicht auch mal abmessen. Genau, ansonsten technische Daten. Wir haben Ford-Transit-Triebrahmen, Euro 6e ist die Motorennorm. Stehhöhe im Fahrzeug sind 1,90 Meter. Das ist nicht ganz so viel. Das sehen wir aber drinnen, was das für Auswirkungen hat. Anhängelast ungebremst steht jetzt Info folgt. PS 130 als Schaltgetriebe serienmäßig, könnt ihr auch als Automatikgetriebe haben oder 155 PS optional als Automatik und Schaltgetriebe. Auch da komme ich gleich noch dazu. Masse im fahrbereiten Zustand steht jetzt auch hier Info folgt. Ich kann euch aber schon mal relativ sicher sagen, ich übernehme jetzt auch keine Gewähr, aber ich denke mal, das Fahrzeug wird nicht allzu viel schwerer sein als 3 Tonnen. Das heißt, von der Zuladung her für 2 Personen gehe ich davon aus, dass ihr da noch sehr, sehr gut mit bedient seid mit dem Globus. Was noch wichtig ist, die Bettenmaße hinten. Also wir haben einmal hier eine Länge von 2,01 Meter und auf der anderen Seite von 1,93 Meter. Das Ganze 80 oder 75 cm lang. Und auf die komplette Breite haben wir 1,89 Meter. Also auch da finde ich für 6,70 Meter Einzelbetten in der Größenordnung 2 Meter schon eine sehr, sehr logische und gute Geschichte. Also das ist natürlich dann auch nochmal so ein kleiner Vorteil von dem Auto. Was ich aber jetzt schon kritisieren kann an dem Auto, ist nämlich, wir haben, wie gesagt, die 2 Meter Bettenlänge für Leute, die vielleicht auch mal größer als 1,90 sind oder 1,90 groß sind. Aber die Stehhöhe von 1,90 macht es dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Da komme ich aber dann nochmal im Innenraum drauf. Das haben wir nämlich vorhin schon beim Vorabdurchgehen mal entdeckt. Abwassertank ist 95 Liter groß, Frischwassertank 115 Liter. Die Garagentürklappe auf der linken Seite ist 65 x 75 cm und auf der rechten Seite, ich korrigiere mich um 5 cm, ist sie 60 x 95 cm breit. Zur Serienausstattung will ich jetzt auch nicht so viel sagen. Das Holzdekor ist fest. Auch das Design der Klappen ist fest. Ihr habt jetzt beispielsweise auch diese Farbe in Weiß, da könnt ihr auch nichts wählen, ist aber auch gut so, finde ich. Also weniger Varianz macht das Fahrzeug dann auch einfach ein bisschen einfacher, schlichter und auch nicht so teuer. Eine Aufbaubatterie von 95 Amperestunden, das ist alles schon drinne. GFK-Dach ist dabei, Außenhaut müsste Alu sein und unten haben wir keinen GFK-Boden, anders als bei anderen Detlefs-Modellen ist hier kein holzfreier Aufbau. Würde ich mich jetzt aber auch nicht so allzu von blenden lassen, denn das Fahrzeug hat trotzdem eine sehr, sehr gute Wertigkeit und Dichtigkeit. Das können wir nämlich auch aus der Erfahrung mit Globobus-Fahrzeugen aus der Vergangenheit auch wirklich sagen, dass das trotzdem eine sehr, sehr gute Qualität hat und auch langwierig ist. Ich will es aber trotzdem dazu gesagt haben, denn ich versuche ja auch immer gewisserweise kritisch zu euch zu sein. Ein Vorteil, den das Fahrzeug hat, serienmäßige Dieselheizung, könnt ihr auch optional auf den Kombi-E-Stab auswählen. Das heißt, dass ihr dann auch per Strom heizen könnt, aber Dieselheizung serienmäßig super und echt top. Gibt jetzt keine Option, das Ganze als Gas dann umzurüsten, aber ich finde eh in der Höhe oder in der Fahrzeugkategorie oder in der Klasse ist eine Dieselheizung für mich ein bisschen sinniger. Der Vorteil ist, ihr spart halt einen Haufen Stauraum durch diese Gasflasche, die da halt wegfällt. So, und wenn wir jetzt zur Sonderausstattung kommen, sehen wir einfach auch, was da schon die großen Kostenpunkte sind. Da sind nämlich 2 Pakete, die einfach mal an die 14.000, 15.000 Euro kosten. Das eine ist das Komfortpaket und das ist sozusagen ein, ich will jetzt nicht sagen Muss-Paket, aber ich würde schon empfehlen, das anzuwählen, denn wenn ihr es nicht habt, habt ihr beispielsweise keine Dachluken, ihr habt den Stoßfänger nicht in Wagenfarbe lackiert, ihr habt auch die Alufelgen nicht, ihr habt auch das Fenster in der T-Haube nicht, ihr habt keine Verdunklungsplissés und das könnt ihr auch nicht optional anwählen. Das heißt, das ist eigentlich schon wichtig, dass das in dem Fahrzeug drin ist. Ihr habt auch keine Fahrerhaus-Klimaanlage, wenn ihr es nicht mit dazu wählt. So, und der Grund, warum es dieses Paket gibt, ist ein ganz einfacher, den kann ich euch erklären. Wenn man bei Ford als Hersteller oder als Aufbauhersteller bei Ford eine Klimaanlage anwählt, muss man auch ganz viele Sachen mit dazu anwählen. Die stehen hier auch alle dabei. Scheinwerferassistent, Notbremsassistent, Scheibenwischer mit Regensensor, beheizte Frontscheibe, das ist dann alles in diesem Paket mit drin. Und Detlefs hat sich gedacht, okay, dann packen wir einfach noch Sachen drauf, die auch für uns logisch sind. Und der Kunde hat davon dann
an Preisvorteil. Somit würde ich euch empfehlen, dieses Komfortpaket auf jeden Fall mit dazu zu wählen. Nebelscheinwerfer, Beifahrer-Airbag, alles mit drinne. Und das sind halt Sachen, auf die wollt ihr nicht unbedingt verzichten. Den Beifahrer-Airbag gibt es beispielsweise auch als Sonderausstattung. Aber die ganzen anderen Sachen sind dann halt eben nicht drin. Vor allem die Klimaanlage. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, das Paket One anzuwählen. Das kennt man auch häufig von Messen. Das ist so auch wieder so ein Paket für diese Basisausstattung, die die meisten Reisemobile haben. Das ist eine Sattanlage, eine Markise, ein Flachbildschirm, der Flachbildschirmhalter und eine Rückfahrkamera. Ihr könnt es natürlich auch optional anwählen. Was ich euch auf jeden Fall ans Herz raten, oder was ich euch jeden Fall anraten würde, wäre dieses Vorbereitungskit dazu zu bestellen. Denn ihr habt für einen Kostenpunkt von 935 Euro, kriegt ihr das Paket für 499 Euro. Und da ist die Kabelvorbereitung für Dachklimaanlage, für die erste Rückfahrkamera, für die Sattanlage, die Solaranlage und die zweite Rückfahrkamera mit drin. Wenn ihr das alles in der Werkstatt erst im Nachgang machen lasst, zahlt ihr euch wirklich dumm und dämlich in Anführungszeichen. Das ist weitestgehend teurer und für 500 Euro so viele Gimmicks oder so viele Optionen gleich drinne zu haben, ist meines Erachtens ein super Deal. Dann könnt ihr auch später noch entscheiden, ob ihr beispielsweise eine Dachklima hinmacht, ob ihr einen Fernseher überhaupt hinmachen wollt und welche Rückfahrkamera ihr wählt. Das könnt ihr dann alles nochmal separat anwählen. Ansonsten gibt es noch ganz viel optionale Ausstattung, zum Beispiel auch die Motorisierung. Es gibt die Möglichkeit, auf 155 PS noch hochzugehen und es gibt noch die Möglichkeit zwischen Schalter und Automatik, sowohl beim serienmäßigen 130 PS als auch beim optionalen 155 PS. Aber was ich euch auch noch sagen möchte, ja, wir haben jetzt hier 155 PS für 3.999 Euro und das ist eigentlich ein sehr fairer Preis für ein Automatikgetriebe mit 155 PS. Da zahlt ihr beim Fiat offen gestanden einfach deutlich mehr. Und das ist halt von Ford einfach eine gute Sache. Auch der Ford an für sich ist gut ausgestattet mit vielen Paketen. Also da seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr das mit dazu auswählt. Anhängekupplung, die Rahmenfenster habe ich angesprochen, 750 Euro. Also das ist alles echt super. Auch Einzelbett, Bettungbau Einzelbett zu Doppelbett ist auch schon in dem Komfortpaket mit drin. Was vielleicht noch zu empfehlen ist, der Detlefs Monisiva, das ist vorne das Navigationssystem, nochmal für 1.600 Euro. Und ihr könnt jetzt auch erstmalig von Werk aus das Dual-Battery-System in den Globobus reinmachen. Da kriegt ihr nochmal eine 168 Amperestunden Lithium auf die 95 Amperestunden AGM obendrauf. Das heißt, ihr habt nicht nur mehr Batteriekapazität, sondern dieses Dual-Battery-System hat auch den Vorteil, dass die AGM-Batterie natürlich mit Minusgraden auch besser zurechtkommt und somit auch die Lithium-Batterie wieder aufwärmen kann. Diese Kombination macht das Fahrzeug eigentlich noch mal ein Stückchen besser geeignet für den Winter. Nicht nur, dass ihr das habt, ne? Was ich jetzt kritisieren würde an der Stelle, wäre die Solaranlage mit 100 Watt für 1.900 Euro. Finde ich 100 Watt ehrlich gesagt sehr wenig. Da bin ich offen, wenn ihr das bei uns im Handel bestellt, diese Solaranlage, dann ist da mehr Watt für fast das gleiche Geld drin. Also da vielleicht mal beim Händler dann nochmal beraten lassen. Abwassertank könnt ihr isolieren. Dann hier eben der Elektroheizstab ist noch mit drin. Digitales Bedienelement, Fußbodenerwärmung, das alles gibt es noch dazu. Aber ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht mehr lange. Wir gehen ins Fahrzeug rein. Jetzt gibt es erstmal für euch schöne Highlights und dann sehen wir uns gleich drin. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Jetzt sind wir hier im Globobus drinne und können mal hier einen schönen Einblick in das Fahrzeug bekommen. Was mir direkt auffällt, wir haben hier sehr viel Anthrazitanteile dran. Also hier ist fast keine Wand irgendwie weiß gelassen. Hier vorne die Applikation rechts und links. Also es macht einen sehr modernen Eindruck für mich. Das Anthrazit und Naturholzoptik ist ja so auch ein bisschen in und hat Detlefs, glaube ich, auch so ein bisschen seine Nische gefunden. Und dann seht ihr jetzt auch diese Wohnwelt Salerno, die mit dem Komfortpaket noch mit dazukommt. Das ist dann diese blaue Optik. Ich weiß, dass sie polarisiert. Also es gibt viele, die sagen, dass sie sie mega toll finden. Es gibt aber auch viele, die sagen, dass es ihnen nicht gefällt.
ist Geschmackssache. Ich persönlich mag diese Wohnwelt. Dürft ihr aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Der Ford an für sich hat meines Erachtens auch von den Fahreigenschaften echt ein paar Vorteile. Der eine ist zum Beispiel, dass ich jetzt hier einen Sitz habe, der relativ tief ist. Das heißt, ich kann natürlich meinen Sitz weiter nach vorne fahren und dementsprechend meine Füße weiter in die Horizontale ausstrecken. Weiterer Vorteil ist für mich auch, die obere Kante der Windschutzscheibe ist über den Augen. Also auch wenn man größer ist, guckt man praktisch nach vorne raus. Und beim Fiat, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, da guckt man von oben nach unten durch. Und da habt ihr dementsprechend auch nicht so viel Sicht auf die Straße und ehrlich gesagt auch nicht so ein schönes Fahrgefühl wie beim Ford. Ist natürlich jetzt auch nicht sicherheitsrelevant, weil ihr müsst euch ja auf die Straße konzentrieren, aber trotzdem finde ich es eigentlich noch mal ein bisschen angenehmer, dann im Ford zu fahren. Hier haben wir auch jetzt das Automatikgetriebe verbaut. Ich kann euch sagen, dass es in Ordnung ist, dass es funktioniert und es läuft. Und ich bin auch von den Fahreigenschaften Ford eigentlich sehr überzeugt. Wir haben da tatsächlich auch mal einen Ford Probe gefahren, also den Just Go. Da könnt ihr vielleicht auch mal reingucken, wenn euch das interessiert. Aber an für sich finde ich den Ford als Chassis kein schlechtes Fahrzeug. Vor allem im Vergleich zum Fiat. Hier vorne ist dann noch der Zenec Monisiva. Das ist eine Basisausstattung, die wir auch bei allen anderen Fahrzeugen kriegen oder finden. Also Fiat, Ford, Citroën, Peugeot ist das eigentlich auch meistens verbaut. Entweder Zenec oder Xcent, das nimmt sich dann meistens nicht viel. Oben dann noch unser Fenster in der T-Haube und hier über uns haben wir dann auch unsere Panorama-Dachhaube. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Stehhöhe von 1,90 Meter. Ihr seht jetzt, klar, wenn man sich aufrecht hinstellt, dann kommt man schon oben mit dem Kopf hin. Ich habe jetzt auch noch Schuhe an, also eigentlich ist die Stehhöhe für mich super in Ordnung und die Bettenlänge von 2,01 Meter ist für mich auch passend. Wenn ihr jetzt allerdings größer seid als ich bin 1,88 groß, oder wenn ihr jetzt wirklich 1,90, 1,95 seid, dann könnte es hier tatsächlich schon ein bisschen eng werden. Ich stehe ehrlich gesagt auch nicht immer ganz aufrecht, sondern halt auch mal ein bisschen gebückter. Ich komme hier mit dieser Stehhöhe super gut zurecht hier im Wohnraum, aber das ist das Beste, wenn ihr euch da Gedanken macht, dass ihr am besten euch das Fahrzeug mal anschaut. Ich würde jetzt mal sagen, alles unter 1,85 hat in dem Bereich überhaupt keine Probleme und der Rest ist dann, glaube ich, Ansichtssache. Bei mir ist es super, also ausreichend hier auch im Wohnraum. Dann teste ich mal hier die Sitzbank. Die Sitzbank hat jetzt einen Vorteil zum T15, die ist wesentlich, also der Tisch ist wesentlich breiter. Das heißt, ich komme hier viel besser um das Tischbein herum als beim T15. Die Sitzbank ist bequem, schön die Lände wieder gestützt. Da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel dazu zu sagen. Links an der Seite haben wir dann noch Schrankklappen. Das ist so eine Seidenmatt-Weiß-Optik, also nicht Hochglanz. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das so ein bisschen im Trend ist. Und Niklas, du kannst mal hinfilmen. Hier sind echte Filzapplikationen. Also es ist nicht einfach nur draufgedruckt, sondern es ist richtiger Filz. Hat halt auch eine haptische Wirkung. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie der nach ein paar Jahren aussieht, aber so in dem jetzigen Zustand macht er für mich einen sehr, sehr guten, hochwertigen und auch schönen Eindruck. Auch ein bisschen bequem. Über mir ist jetzt dann der 22 Zoll Fernseher, den ich euch vorhin erklärt habe vom Paket One. Und auch hier die Rückwand in Anthrazit. Für mich ist es eine schöne Sache. Das macht für mich das Auto einfach nochmal dementsprechend entspannter. So, und was der T45 dem T15 voraus hat, ist eine breitere Eingangstür. Die ist jetzt 70 cm breit. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Schmalste. Ich habe schon auch immer Probleme gehabt bei manchen Fahrzeugen mit der Tür. Und hier kann ich auch mal ein Tablett oder sowas in der Hand halten und könnte jetzt hier wirklich einfach rein und raus gehen ins Auto. Also auch da ist es sehr komfortabel, wie ich finde. Hoppala. Fenster in der Türe, die Türe ist auch Anthrazit. Jetzt habe ich aber einen Kritikpunkt an Detlefs. Das hier hätten sie jetzt eigentlich auch in Anthrazit machen müssen, weil das sieht jetzt echt, das ist ein Designbruch, finde ich, einfach in dieser Tür. Finde ich ein bisschen schade, sieht auch ein bisschen aufgesetzt auf. Ich weiß, dass die Fliegengüttertür wahrscheinlich in der Farbe nicht erhältlich ist, aber ja, wie gesagt, das wäre schön gewesen, wenn sie das auch in der gleichen Farbe gemacht hätten. Gasregler bzw. Heizungsregler ist hier und auch hier ist dieses Smart Battery System von Voltronic mit der Solaranlage aufgespielt. Sieht eigentlich ganz schön aus.
Und dann haben wir hier noch unsere Klappen. Auch bei den Klappen muss ich jetzt ehrlich sagen, die sehen größer aus, als sie sind. Also wenn ich das zum Beispiel mit anderen Herstellern vergleiche, die ich schon reviewed habe, wenn ich die Klappe aufmache, ist das halt alles Fläche, die zur Verfügung ist. Und hier sieht es dann halt ein bisschen sperriger aus. Also auch da wäre meines Erachtens Verbesserungsbedarf einfach. Kocher haben wir hier. Also hier die Piezo-Zündung. Große Flamme hier, kleine Flamme da. Eine Erweiterung des Schneidebretts. Das kann man hier einfach rausziehen. Und dann habe ich hier noch so ein, dann gibt es hier so eine Halterung, die ich rausklappe. Und dann kann ich das auch dementsprechend belasten. Also ich denke mal, es sind jetzt so 30, 40 Kilo, die ich jetzt hier gerade drauf mache. Hebt auf jeden Fall. Auch die Küche ist so praktisch im Design gehalten. Schubladen in Anthrazit. Ist jetzt nicht einfach nur drauf gedruckt, sondern hat auch schon ein bisschen Haptik hier, genauso wie dieses Holzfurnier, was hier unten ist. Platz ist auf jeden Fall en masse da. Ein kleiner Mülleimer. Gasabsperrhahn für den Kocher. Durch die Dieselheizung haben wir natürlich nur das Gas für den Kocher. Ist halt deutlich entspannter zum Wechseln. Das Auto ist dadurch auch besser autark und simpler auch zum Handhaben, denn ihr müsst nur Diesel tanken und halt Strom haben. Dann seid ihr hier eigentlich ganz gut ausgestattet in dem Auto. Die kleinen Schienen hier noch mit Detlefs Originalteile und Zubehör könnt ihr hier noch so eine Gewürzhalterung oder so ein Handtuchhalter oder sonst was hier montieren. Also recht simpel, das ist hier auch einfach nur so ein Haken, der so eingehängt ist. Finde ich eine coole Geschichte. Und dann haben wir hier auf der linken Seite unser Bad. Das ist, glaube ich, das gleiche sogar wie aus dem T15, also aus dem kürzeren Bruder. Auch da, ich nehme einfach dem Niklas mal kurz die Kamera ab, ne? Wir haben jetzt hier auf der Seite schöne Anthrazitwand, unseren Spiegel und dann hier noch so ein Waschbecken. Ich versuche es auch mal so ein bisschen in die Totale zu kriegen. Eigentlich dafür, dass es ein Kombibad ist, ne? Weil Kombibäder sind halt meistens weiß und sehr clean gehalten, finde ich, da hat Detlefs schon nochmal was rausgeholt. Also es sieht schick aus, weil diese Rückwand könnte man in Anthrazit machen, würde wahrscheinlich aber keinen Sinn machen, denn die ist... Muss ja auch eine Nasszelle hier ergeben. Und auch dieses Bad ist ganz gut befestigt. Also der Mechanismus ist jetzt nirgendwo eingeklappt. Und stell mich mal rein. Aber das ist mir vorhin schon aufgefallen. Auch Kritikpunkt an Detlefs. Die Dusche müsste deutlich niedriger sein. Klar, Holzlattenrost nimmt noch mal 2-3 cm weg. Meine Schuhe auch. Dann habe ich hier noch mal Platz. Aber trotzdem ist das keine gute Stehhöhe. Hier komme ich oben mit dem Kopf hin. Wenn ich mich jetzt also duschen muss, muss ich in die Hocke gehen. Ein bisschen, und um meine Haare zu waschen. Und dann müsste ich die ganze Zeit so duschen. So stelle ich mir halt kein komfortables Duschen vor. Das hätte ich mir halt einfach ein bisschen besser gewünscht. Ich weiß nicht, ob es konstruktionsseitig besser gegangen wäre. Aber trotzdem schade, dass dieses runde Fahrzeug dann im Bad da einfach ein bisschen nachlässt. Aber ihr kennt es ja selber, also wenn ich jetzt duschen müsste, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich das hier hinkriegen und auch für ein paar Tage wäre das für mich kein Problem, hier mich ein bisschen zu bücken. Und meistens versuche ich zumindest, wenn ich autark unterwegs bin, irgendwo einen Zwischenstopp in irgendeiner Therme oder irgendeinem Schwimmbad zu machen, wo ich mich eh nochmal duschen kann. Das ist dann halt wieder diese Sache, dass es euch überlassen bleibt, wie ihr halt damit umgeht. Ansonsten haben wir hier eine Schiebetür, die funktioniert einwandfrei, und wenn ich die Schiebetür zu habe, dann ist das Bad und die Nasszelle abgeschlossen. Also dann haben wir praktisch eine Nasszelle, und das ist eigentlich schon mal eine Sache, die ich wirklich gut finde. Kühlschrank, ein ganz, ganz großer mit 142 Liter, Slim Tower mit Frosterfach hier oben. Geht auf jeden Fall was rein. Auch die Kühlschrankwand finde ich sehr schön, also die finde ich wirklich gut. Und dann haben wir da unten noch entsprechend Stauraum. Hier unter den Einzelbetten auch noch mal ganz viel Platz. Hier oben ist eine Kleiderstange, hier ist auch der Sicherungskasten und auch noch so ein paar Leitungen, aber da könnt ihr schön was reinhängen. Und der Vorteil ist natürlich dadurch, dass diese Heizungsrohre auch hier durchgehen, die haben auch immer so kleine Schlitze an den Rohren. Da wird natürlich dann auch ganz gut die Kleidung geheizt dementsprechend. Und auf der anderen Seite auch nochmal sehr viel Platz. Auf jeden Fall
der Bettumbau zum Doppelbett. Und ihr seht mal, wie dick diese Matratze ist. Das ist halt dann etwas, was ihr bei Detlefs dann einfach bekommt. Richtig schöne, dicke Matratze. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe mal gehört, dass je dicker die Matratze, desto höher auch der Komfort im Fahrzeug oder auch im Bett sozusagen. Was ich natürlich jetzt auch ganz gerne mache, ist einfach mal meine Schuhe auszuziehen und mich ins Bett zu legen. Dass ich einfach auch mal weiß, wie das so mit den Lenkverhältnissen ist. Ja, gleich mal den Kopf angehauen. Das heißt, da auch aufpassen. Ich muss jetzt sagen, eine Sache stört mich wirklich. Und zwar fühle ich mich hier so ein bisschen eingeengt durch dieses Teil hier oben. Ich glaube aber trotzdem, dass ich hier locker schlafen könnte und auch kein Problem damit hätte. Von der Länge her ist es in Ordnung. Ich komme zurecht. Ich habe auch Platz nach hinten und vorne noch. Ich muss natürlich hier ein bisschen aufpassen. Also die 2,1 Meter sind top. Und jetzt haben wir noch die 1,93 Meter. Oder ist das sogar das längere? Nee. Schaut mal, das ist sogar das längere Bett. Also habe ich mich geirrt. Das ist das längere Bett. Ich konnte sogar auf den 1,93 Meter Bett eigentlich ganz gut schlafen. Und hier eigentlich auch top. Oben dann noch unsere sogenannten Schwalbennester. Hinten haben wir dann auch nochmal Klappen, wo was reinpasst. Und über uns dann noch Messebeleuchtung, aber halt vor allem eine Dachhaube. Ja. Um das Ganze dann abzutrennen, gibt es einen Vorhang. Den haben wir hier. Aber da waren schon ein paar Messebesucher am Werk. Den kann man hier einfach wieder einhängen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass der rausgeflogen ist. Aber scheinbar war hier erstens kein Stopper dran. Und zweitens haben es da die ein oder anderen Messebesucher einfach ein bisschen zu gut gemeint. Also so könnt ihr euch das Ganze dann vorstellen. Ja, das werden wir gleich mal melden. Dann ziehe ich jetzt meine Schuhe an und dann machen wir ein Fazit. Wie immer, kurzes Fazit zum Fahrzeug. Der Globobus ist halt mit seinen 80.000, die er dann ungefähr kosten wird, schon ein bisschen über dem Einsteiger-Segment mittlerweile angekommen. Aber einen Vorteil hat der Globobus, denn der ist fast so teuer, wie er damals mit dem Fiat war. Ihr habt natürlich damals auf den Fiat auch mehr Rabatt bekommen als jetzt hier auf den, aber trotzdem müsst ihr das euch einfach mal so ein bisschen vor Augen führen, dass es gar nicht so ein schlechtes Fahrzeug ist. Also ein kompaktes Wohnmobil für 80.000. Ihr wisst ja, mittlerweile gibt es Campervans, die kosten an die 100.000 Euro, wenn man die entsprechend ausstattet. Also haben wir selber schon auf dem Kanal gehabt. Und dafür ist euch hier jede Menge geboten. Breite von 2,20 Meter, Höhe von 2,70 Meter und eine Länge von 6,70 Meter mit Einzelbetten, mit einer relativ komfortablen Garage und einem schönen Design, einer schönen Optik. Das ist ja, wie gesprochen, das Pendant zum Sunlight V66. Auch den finde ich toll. Der ist aber natürlich ein bisschen einfacher gehalten. Kostet dementsprechend auch ein bisschen weniger als der Detlefs. Muss man dann einfach ein bisschen vergleichen, ob das eine einem dann ausreicht oder ob man dann wirklich in die nächsthöhere Klasse möchte. Und dann einfach hier so ein schönes, urbanes Fahrzeug mit so einem meines Erachtens modernen, frischen Look. Auch diese Anthrazit-Ebenen, die hier überall drin sind, finde ich, sind schön ausgewählt. Also für mich wirkt es alles in allem sehr freundlich und sehr einladend. Aber das ist zum Schluss natürlich wieder euch überlassen, was ihr dazu sagt. Detlefs hat bewusst jetzt mal ein bisschen mehr Autarkie mit reingepackt. Mit der Dieselheizung, mit der Möglichkeit, mit dem Dual-Battery-System ist man hier eigentlich mega gut ausgestattet. Und ihr spart euch natürlich dann auch diesen Stauraum, der durch den Gaskasten wegfällt. Also alles in allem ein cooles, rundes Fahrzeug. Ich glaube, der kommt auch auf der Messe ganz gut an. So sind zumindest die ersten Stimmen. Mich interessiert es aber, was ihr davon haltet. Schreibt es uns einfach gerne in die Kommentare. Es freut uns natürlich immer sehr. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und ich freue mich auch sehr, oder wir freuen uns sehr, das ganze Team, was bei GümerTV immer mitwirkt, wenn ihr unserem Video einen Daumen nach oben da lasst. Denn das gibt uns Bestätigung, hilft uns natürlich auch, schätzt natürlich dann auch unsere Arbeit auch ein bisschen wert. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüssi!